Liebes Publikum, werte Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Nuviso vorbeigeschaut haben. Und nein, das ist keine Aufzeichnung aus einer lange vergangenen Zeit, sondern ich bin tatsächlich wieder mal im Studio. Mein Weg hat mich nach Leipzig geführt und heute habe ich ein tolles Thema. Und vorweg gesagt, wenn Sie Probleme haben mit unserem Staat, dieses Interview wird das Vertrauen nicht unbedingt stärken in unser Rechtssystem. So viel war vorweg gesagt. Und ich freue mich sehr auf die beiden Herren Horst Kirsten und Karl Mayer. Schönen guten Tag, die beiden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Lieber Horst, lieber Karl, wir haben uns letzten Oktober kennengelernt und wir sind mittlerweile beim Du angekommen. Also das habe ich sehr, sehr gerne aufgenommen. Wir haben uns getroffen in Österreich bei der österreichischen Vereinigung für Raumenergie, wo ihr beide einen Vortrag gehalten habt. Und da habe ich selber zum ersten Mal mit diesem Thema Kontakt gehabt. Wir sprechen über den Aufstieg und Fall der GFE, der Gesellschaft zur Förderung von erneuerbaren Energien, von der du quasi der Geschäftsinhaber warst oder du warst sozusagen der Geschäftsmann und du warst der technische Direktor, Karl. Richtig so. Und der Fall ist schon lange, lange zurück, jetzt mittlerweile über eine Dekade, 2009, 2010. Und er hat damals für sehr große Furore gesorgt. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Ihr habt eine Innovation gemacht, ihr habt eine Erfindung auf den Markt gebracht, ein Blockheizkraftwerk, das ihr so modifiziert habt, dass es nicht mit Dieselkraftstoff betrieben wurde, sondern mit einer Mischung aus Rapsöl und Wasser und damit natürlich als Blockheizkraftwerk einen enormen Vorteil hatte, weil viel weniger Energiekosten zur Produktion von Strom und Wärme angefallen sind. Richtig, ja. Das war euer Grundprinzip und das habt ihr damals in die Welt gebracht. Die Firma lief los, es hat angefangen zu fliegen, euer Baby. Und dann ist plötzlich alles anders gekommen. Und vielleicht kannst du in zwei, drei kurzen Sätzen zusammenfassen, was damals so am 30. November 2010 passiert ist. Ein Tag, an den ich mich ungern erinnere, aber immer noch im Gedächtnis haftet. Also wir haben, wie gesagt, die Firma im Jahr 2009 gegründet als Start-up-Unternehmen und haben uns auf die Technologie von Schauberger bezogen. Viktor Schauberger. Ja, Viktor Schauberger. Und Karl war der technische Leiter dieser Abteilung, die dieses Blockheizkraftwerk mehr oder weniger konzipiert und auch hergestellt haben. Und die Quintessenz war das, dass wir mehrere TÜV-Gutachten und auch ein DEKRA-Gutachten dann haben machen lassen. Ich als Geschäftsführer konnte nicht umhin, mich nur auf solche Gutachten zu verlassen, weil sonst kann ich nicht in Vertrieb gehen mit einem Versprechen. Denn was wir versprochen haben, war ein Treibstoff mit 75% Wasseranteil und 25% Rapsöl. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir ein Bestellvolumen innerhalb von 9 Monaten hatten von ca. 500 Millionen Euro. Und da sind wohl dann unsere Konkurrenten, ich will sie mal Energieriesen nennen, ja, auf uns aufmerksam geworden und haben natürlich dann den Staat auch instrumentalisiert, uns zu vernichten. Also was konkret passiert ist damals, dass eine große Anzahl von Polizeibeamten die Firma mehr oder weniger im Handstreich übernommen haben. Also ihr wurdet in Gewahrsam genommen, ihr wurdet in Untersuchungshaft gesteckt und man hat euch vorgeworfen, bandenmäßigen Betrug zu betreiben mit einem Geschäftsmodell, das physikalisch unmöglich ist. Also man hat die Nichtrealisierbarkeit der technischen Anlagen euch vorgeworfen und sozusagen ihr habt ein Strohfeuer aufgebaut oder falsche Tatsachen vorgespielt und deswegen hat man euch den Betrug vorgeworfen. Ganz kurz, Karl, du hast diese Anlagen gebaut und hast dann irgendwann den Weg gefunden, zusammen mit dem Horst. Bevor wir in den Detail nochmal gehen, was ja genau passiert ist von Staats wegen, würde mich interessieren, was das Entscheidende war, was der Unterschied ist zu einem normalen Blockheizkraftwerk mit Dieselbetrieb. Und vielleicht könnt ihr kurz erklären, was eigentlich ein Blockheizkraftwerk macht. Ja, Blockheizkraftwerk produziert praktisch Strom und Wärme. Das ist ja praktisch der große Vorteil, also dass ich auch die Wärme noch nutzen kann. Die Abwärme von dem Motor? Von dem Motor, von den Abgasen, das ganze Zeug, das kann man ja nutzen
für Heizung, weil Heizung kostet halt auch schon richtig Geld. Das ist ja schon ein Riesenfaktor. Und ja, was ich da noch dazu sagen möchte, war, ich bin jetzt wieder eher der Typ Mensch, wenn ich mich mit irgendwas befasse oder ich sage, okay, ich mache das, dann will ich erst einmal wissen, was ist das, mit dem ich mich befassen möchte. Also ich gehe der Sache wirklich auf einen ganz tiefen Grund. Das war unser erster Erfolg mit dem Rapsöl pur. Wir haben ja nicht von Haus auf mit Wasser experimentiert, sondern nur mit Rapsöl. Und selbst da hat man dann TÜV-Gutachten mit über 50% Einsparung. Wir haben an den Rapsöl nichts verändert. Und am Motor, ja, Motor schon ein bisschen was. Aber ich habe die 50% Einsparung mit reinen Rapsöl hatte ich nur, weil ich mich mit Rapsöl befasst habe. Bis ich das verstanden habe, weil ich muss ja die Materie, mit der ich hantieren möchte, verstehen. Du bist von der Ausbildung her, du bist Kfz-Meister, ja. Du bist technisch sehr affin. Du hast quasi als junger Mann schon angefangen, eine Beziehung zu Technik und Motoren zu entwickeln und hast auf deiner langjährigen Erfahrung als Techniker konntest du die Prozesse zur Umwandlung von den Maschinen umsetzen. Genau, ja. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, da haben wir schon 50% eingespart. Das war aber den Herrn Kösten natürlich zu wenig als Unternehmer, ist auch klar. Ich hatte natürlich schon Erfahrung gesammelt mit Wasser, weil ich noch früher im Motorsport, da hat man schon mit Wasser hantiert, mit Wassereinspritzung und. Und habe mir dann natürlich, ja, das halt dann auch zu Nutzen gemacht, dass ich die Erfahrung eben schon hatte, was passiert mit Wasser. Und dann, ich bin jetzt kein Mensch, der wo alles mit Formeln und Dingen, sondern es ist für mich reines Verständnis, wenn ich die Sache anschaue, betrachte, das marschieren lasse vor meinen Augen, dann weiß ich, wie das funktioniert. Ich brauche da kein Wurzel, ich brauche da keine Rechenaufgabe dazu lösen oder irgendwas. Sondern ich, wenn ich jetzt ein Wasser habe, setze ich in einen Dieselmotor. Und diese extreme Verdichtung, das wird natürlich auch von der Temperatur erhöht, durch die Verdichtung erhöht sich auch die Temperatur. Ich schaffe praktisch, dass ich hier dann Wasserstoff und Sauerstoff aufgrund der Bauform vom Motor schon trenne. Ja, also ich habe jetzt da schon, wie andere machen, den Wasserstoff nochmal zusätzlich mit Strom wird er dann hergestellt. Das muss ja auch falsch machen, das hat immer nur keiner begriffen, aber naja gut. Und das geht eigentlich in einem Motor von ganz alleine, da brauche ich nicht mal was machen. Ich muss nur bestimmte Faktoren kennen und wissen und beherzigen und dann funktioniert es. Und darum hat er auch das Wasser extreme Gewalt oder Energiegehalt. Wenn ich das verstehe, zu nutzen. Wo ist der Energiegehalt und wie kann ich mir den nutzbar machen? Also durch Wasserstoff nicht. Also das können wir vergessen. So wie er jetzt hergestellt wird und genutzt wird. Also ich fasse mal zusammen, ihr habt keine neue Erfindung gemacht, sondern ihr habt ein altes Verfahren mehr oder weniger zur Patentreife gebracht. Du sagst, Wassereinspritzung war aus dem Motorsport schon bekannt. Ja, ja, das gab es auch schon im Zweiten Weltkrieg, dass Jagdflugzeuge mit Wassereinspritzung geflogen sind. Man kann also Wasser als zusätzliche Energieträger in den Verbrennungsmotor mit einbringen und dadurch natürlich eine größere Energieausbeute schaffen. Und ihr habt es geschafft, dass also ein normaler herkömmlicher Dieselgenerator, der sonst in diesen Blockheizkraftwerken drin ist, eben mit einer Emulsion gelaufen ist, Rapsöl, biologisch, nachhaltig, anbaubar und Wasser quasi zum Nullkostentarif Wasser, mehr oder weniger. Um wie viel Prozent Einsparung ging es denn damals bei den Betriebskosten im Vergleich zu einem normalen Dieselkraftwerk? Ich meine, kann man ja selbst ausrechnen. Ja? Also wenn ich die Einsparung auf 25% reduziere, beziehungsweise den Anteil des bezahlbaren Treibstoffes, auf 25% reduziere, wobei man jetzt auch ein bisschen nachgeben muss, weil ein Motor, der mit Diesel läuft, braucht weniger, als wenn er nur mit Rapsöl läuft. Bei Rapsöl braucht er ein bisschen mehr. Also gehen wir mal von aus, es waren 60-70% Einsparung, finanzielle Einsparung. Und Rapsöl ist aber auch noch billiger wie Diesel, oder? Das vom Treibstoff her 60-70%. Finanziell kommt es in etwa gleich dem Mischungsverhältnis hin, 25% dessen, was ich vorher bezahlt habe, an Betriebskosten bleiben übrig. Ja. Und 75% Ersparnis ist natürlich schon eine Hausnummer.
Und heute sind wir ja schon beim Stand von 2080. Aber damals war eben 2575. Ja. Was war denn eigentlich die, der eigentliche Grund eurer gesellschaftlichen Unternehmung? Also was war das eigentliche Ziel mit eurem Geschäft? Natürlich bist du als Unternehmer angetreten, ja, um mit dieser Firma auch Geld zu verdienen. Aber was, richtig, war die eigentliche Prämisse? Was hast, ja, du dir auf die Fahnen geschrieben? Das sage ich dir gerne. Die Problematik ist, ich komme gar nicht aus dieser Branche. Ich komme aus der Finanzdienstleistungsbranche. Nur es war immer so, dass ich mir gesagt habe, Menschenskinder, gerade Menschen, die sollten auch die Möglichkeit haben, damals war ich im Immobiliensektor tätig, und die sollten auch die Möglichkeit haben, sich an erneuerbaren Energien zu beteiligen oder mitzuwirken. Mhm. Die Problematik war ja damals, also heute ist es ein bisschen anders, dass ich mich an gewissen Fonds beteiligen konnte mit Windparks oder Solarenergie. Das war alles möglich. Aber dass sich jetzt jemand irgendein Blockheizkraftwerk oder irgendeine andere Energiequelle kauft und selbst benutzt, das war nie möglich. So, ich will es mal in die Energiebranche rein. Wenn du dich an einer Immobilien beteiligen willst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du bist ein Teil eines Immobilienfonds und dir gehört so und so viel Anteil. Oder du kaufst dir eine Eigentumswohnung. Die kannst du selbst vermieten und du kannst damit Geld erwirtschaften. Mhm. Und genau das Spiel hatte ich auch. Wie viele Menschen wohnen in Mietwohnungen? Die haben überhaupt keinen Einfluss auf das, wie wird in meiner Wohnung geheizt. Aber sie können sich sehr wohl eine Eigentumswohnung kaufen. Und hier in dem Fall haben wir gesagt, jetzt brauchen sie sich nicht an einem Fonds beteiligen. Sie können sich ein Blockheizkraftwerk kaufen und können das auch, die Gewinne daraus, erwirtschaften. Das war eigentlich mein Ansinnen, in dieses Geschäft einzusteigen. Also das Ziel war, mit dem Erwerb dieser Blockheizkraftwerke, die, ja, ihr modular verbaut habt in Containern, ja, dass man die dann vermietet? Und nein, wir haben sie nicht vermietet. Es war so, wir haben die Blockheizkraftwerke, man muss ja sagen, wir haben die Firma mit null begonnen, mit null Eigenkapital. Mhm. Wir haben auch nie irgendwelche Kredite gebraucht. Wir haben dem Kunden gesagt, okay, du kannst dir jetzt ein Blockheizkraftwerk kaufen. Du kannst es vermieten, wohin du auch willst. Er kann es auch in irgendeine Industrie in Betrieb geben oder was auch immer. Oder du gibst es unserer Betreibergesellschaft. Wir bauen diese Blockheizkraftwerke in Container ein und speisen öffentlich Strom ein. Aus diesen Erlösen, die wir dann hatten, bekommst du eine monatlich feste Pacht auf 20 Jahre. So, und das war ein gutes Geschäft, auch für jeden Kunden. Und jetzt war erstmalig in der deutschen Businesslandschaft, war es plötzlich möglich, dass ich mich nicht nur an einem Solarpark oder Windpark oder was auch immer beteilige, sondern ich kaufe mir einen Teil, mit dem ich die Umwelt schone und auch noch damit Gewinne einfahren kann. Okay, das war mein Ansinnen. Ihr habt die Geschichte schon so oft erzählt, deswegen muss ich immer auf, ja, den Kern kommen, diesen Kern rausschälen. Dieses Kraftwerk, dieser Container erzeugt Energie, ja, Strom und Wärme. Ja. Strom im primären Fall. Dieser Strom, ja, wird ins Netz eingespeist, ja, und dadurch wird der Strom, der eingespeist wird vergütet nach, ja, dem EEG-Gesetz. Ja. Das heißt, man erwirtschaftet Geld damit. Ja. Und dieses Geld wird als Pacht sozusagen an den Käufer von diesem Container ausgezahlt. Ja. Und der amortisiert sich dann über eine gewisse Zeit und dann ist es sozusagen es ist wie eine Wohnung, die sich abbezahlt hat, richtig, kommt permanent Miete rein, ja, und das, genau, wäre die Pacht gewesen. Genau dasselbe. Und das Modell war für viele Leute aufgrund der Nachhaltigkeit für Umwelt, ja, und von den Energiekosten her so attraktiv, ja, dass ihr innerhalb kürzester Zeit ein riesiges Auftragsvolumen hattet. Ja, wir hatten als Start-up-Unternehmen innerhalb von 9 Monaten ein Bestellvolumen, wohlgemerkt Bestellvolumen, von 480 Millionen Euro. Und ich musste damals die Entscheidung treffen, weil wir hatten zwar eine Fertigungshalle mit mehr als 60 Mitarbeitern, ja, aber wir waren nicht in der Lage, dieses Bestellvolumen selbst herzustellen. Mhm. Insofern habe ich dann Anweisungen an die Auftragsabteilung gegeben, dass wir nur 60 Millionen angenommen haben, und das war auch der Pegel, den wir noch
produzieren konnten. Mhm. Wobei wir schon Gespräche anderweitig hatten, bis nach Polen hinein, dass die auch für uns produzieren. Aber im ersten Jahr haben wir nur 60 Millionen dann eingenommen, also in diesen 9 Monaten. Aber bestellt wurden für 480 Millionen. Mhm. Okay. Ja. Und jetzt kam dann der große Schlag, dass der Staat euch vorgeworfen hat, das ist alles eine Luftnummer. Ja. Ihr betrügt sozusagen die Anleger. Ja. Es werden hier Luftschlösser gebaut, die nie bedient werden können. Mhm. Und man hat euch sozusagen die Firma zerschlagen. Ihr beide habt die Härte des Gesetzes am eigenen Leib drastisch erfahren. Mhm. 9 Jahre, 6 Jahre davon im Gefängnis gesessen. Bei dir waren es 6 und 4 Jahre, oder? 6,5 Jahre. Ja. 6,5 Jahre und beide. Also ihr habt beide lange Zeit im Gefängnis verbringen müssen. Und das Ganze eben aufgrund dieses Vorwurfes des bandenmäßigen Betrugs. Das war sozusagen das, was über euch geschwebt ist, was man in diesem Verfahren gemacht hat. Richtig. Jetzt natürlich, ich versuche jetzt mal quasi den Ankläger zu spielen auch. Mhm. Die ganzen Geschädigten, die müssen ja eigentlich dann froh gewesen sein, dass die Täter sozusagen dingfest gemacht worden sind. Und die müssten doch dann euch auch mit Klagen überhäuft haben, sozusagen, ja, jetzt endlich ist der Betrug aufgeflogen, ich will mein Geld zurück. Mhm. Wie haben denn die Opfer dieses ganzen Skandals reagiert? Das auf ist diese? Also relativ einfach zu erklären. Die Opfer haben sich als Opfer empfunden, aber nicht von uns, sondern von der Staatsanwaltschaft. Und das hat man auch bei der Zeugenvernehmung im Prozess dann gemerkt. Mhm. Ich habe auch wahnsinnig viele Briefe bekommen ins Gefängnis von Menschen, die mir Mut gemacht haben, wir müssen weiterkämpfen. Wir wissen, sie haben uns nicht betrogen, aber das, was hier jetzt abgeht und so weiter und so fort. Die meisten waren also ganz klar hinter uns gestanden. Und mein Anwalt sagte, er hat noch nie so einen Betrugsprozess geführt, in dem die Opfer den Täter beistehen. Wie viele Geschädigte gab es? Es gab 1600 Geschädigte. Und man muss sagen, die sind so nach und nach, von den 1600 Geschädigten wurden 100 vor Gericht Zeugen gerufen. Und das waren die 100, die am meisten investiert haben. Und es war nicht einer dabei, der gesagt hat, ja, wir wurden von der GfE oder von Herrn Giersen oder wem auch immer betrogen. Wie hat das Gericht darauf reagiert? Auf das diese Gericht hat natürlich dann argumentiert, immer wieder den Zeugen ganz klar gemacht, ja, aber sie mussten doch wissen, dass es nicht funktionieren kann und dies oder jenes. Wir haben ja damals selbst den Kunden angeboten und das haben viele genutzt, dass sie zu uns in die Firma kommen und sich von der Qualität der BHKWs auch überzeugen, auch in der Fertigungshalle. Die durften durch die Fertigungshalle laufen und konnten sich alles anschauen. Ja. Und wann wurde eigentlich ein jeder Kunde dann zum Geschädigten? Zum Zeitpunkt der Verhaftung hatten wir nicht einen einzigen Kunden, der gegen uns geklagt hätte oder was auch immer. Alle haben sie pünktlichst ihre Pacht erhalten, ist alles bestens gewesen. Es gab keine Geschädigten. Die Geschädigten wurden künstlich vor Gericht geschaffen, indem der vorsitzende Richter in der Regel oder die Staatsanwaltschaft die Kunden gefragt haben, und zwar in folgender Form. Wenn Sie vorher gewusst hätten, dass das, was man Ihnen hier verkauft hat, nicht funktioniert, hätten Sie es dann gekauft? Da hat jeder Kunde gesagt, nein. So, und da das Gericht davon ausgeht, das hat nicht funktioniert, war das jetzt ein Kunde, der gesagt hat, nein, dann hätte ich nicht gekauft, also ist er getäuscht worden. Ah, ich verstehe. Und somit hat man Geschädigte geschaffen und es waren dann die 100 Geschädigten. Ja. Ich verstehe. Lass uns mal auf die technische Umsetzung kommen. Ja. Also der Vorwurf war ja bandmäßiger Betrug aufgrund einer nicht eintretenden Physik. Also die Physik, die ihr behauptet, kann so nicht funktionieren. Mhm. Frage an dich, an den Experten. Du hast mit dieser Apparatur eine Möglichkeit geschaffen, eben nicht nur den Betriebskostenanteil massiv zu senken und damit natürlich umweltschonend und nachhaltig zu arbeiten, sondern das Ganze wurde auch zum ersten Mal modular eingesetzt und also auch für den kleinen Haushalt erschwinglich sozusagen. Also man hätte theoretisch in einer weiteren Ausbauphase hätte man Häuser damit ausstatten können, dann schnurrt im Keller unten eben dieses Rapswasseraggregat, erzeugt Wärme für den Hauskreislauf. Die Pläne waren schon da, ja. Und gleichzeitig noch wird Strom abgegeben, der Strom, der im eigenen Haus verbraucht wird,
ist sozusagen ein Nebenprodukt und man verkauft mit der eigenen Energie, verkauft man sozusagen für andere und so weiter. Also ein wirklich cleveres, nachhaltiges Konzept. Ja. Was hat es jetzt so anders gemacht? Was war die Erfindung, die du, oder das Besondere, weil du vorhin gerade auch Viktor Schauberger erwähnt hast. Viele wissen das vielleicht nicht. Viktor Schauberger war ein Naturwissenschaftler, der die Natur kopiert hat, der das Wesen des Wassers versucht hat zu ergründen. Und da ist, glaube ich, auch, sind auch deine Wurzeln drin. Wo ist die große Unterscheidung? Und vielleicht kannst du es in wenigen Worten erklären, wie du es geschafft hast, dieses Wasser-Rapsöl-Gemisch so speziell zu machen, dass das auch wirklich in diesen besonderen Wirkungsgrad ging. Da haben wir natürlich verschiedene Systeme versucht oder ausprobiert, kam dann auf den Schauberger wieder. Und mit der Schauberger-Scheibe funktioniert es. Der kann einfach ganz kleinen Tropfen Rapsel formen, auf bestimmte Geschwindigkeit etc. etc., bestimmte Bohrungen. Und um den Wasser, um den Tropfen vom Rapsöl legt dann die Scheibe praktisch einen hauchdünnen Film Wasser drüber. Wir reden hier von einer drehenden Scheibe, die sich verwirbelt. Ja. Ein Verwirbler, ist wie ein Quirl, aber nach einer ganz besonderen Dynamik, Beschaffenheit. Mit dem Quirl hat es der Gutachter versucht. Ja, der hat dann festgestellt, dass es nicht Küchenmixer. Der hat so einen Küchenmixer genommen. Der wollte Gutachter. Und durch das muss ich das so sehen, dass praktisch mein Rapsel, wenn ich es verarbeitet habe und gemischt habe, nicht mehr ist wie ein Docht. Und das Wasser praktisch die Energie für das Feuer vom Docht liefert. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das sind alles keine neuen Erfindungen. Das ist einfach nur logisches Denken, Beobachten und Fragen, mit was habe ich es zu tun. Ja, wenn ich mir heute vom Rapsel die Molekülstruktur anschaue, die ist einen halben Meter lang, das kann ich nicht einfach verbrennen wie ein Diesel. Darum haben wir alle gejammert, dass das nicht geht mit Rapsel. Da mache ich meine Motoren kaputt und brauche mehr. Ich brauche mit Rapsel weniger wie Diesel, weil ich das halt verstanden habe, wie das aufgebaut ist und wie ich es behandeln muss, um jede Struktur in den Molekülen aufzumachen. Weil wenn ich zwei nicht öffne, das ist Energie, die ich auch zum Auspuff hinaus. Ich muss dich allgemein verständlich machen, das versteht sonst keiner. Mir ist es klar, aber das Geheimnis von Wasser ist ein uraltes Naturgeheimnis, das du mehr oder weniger in dieser Apparatur mit entschlüsselt hast und hast es geschafft, durch die Verwirbelung mit dieser Schauberger-Zentrifuge, mit dieser Schauberger-Scheibe, ein dauerhaftes Gemisch hinzubringen. Normalerweise ist es so, wenn man Wasser, Öl miteinander vermischt, dass sich das irgendwann absetzt. Wasser ist schwerer, sinkt nach unten, Öl schwimmt oben auf und dadurch ist es für den Motor nicht mehr als Emulsion verfügbar. Und das Geheimnis, das eben Schauberger wieder entdeckt hat und das du mit auch verwendet hast, ist, dass diese Emulsion dauerhaft betriebsfähig bleibt. Das ist das Entscheidende an diesem Ganzen. Der Decker, glaube ich, hat eine Aussage vor Gericht, der Gutachter von der Decker, der hat vor Gericht die Aussage gemacht, er hatte diese Emulsion 5 Tage auf seinem Schreibtisch stehen. Hat sich nicht getrennt. Ah, okay, also nicht abgesetzt und so weiter. Jetzt bin ich ja so weit, ich habe jetzt praktisch die Anlage, dass wir die Emulsion herstellen. Alles elektronisch, also das war ich habe es früher mit der Hand alles gemischt und jetzt habe ich immer fertige Mischanlage gebaut und das, was ich mische, gebe ich sofort meinem Motor. Also ich habe das Risiko nie, dass ich irgendwo einen Wassertropfen habe. In dem neuen Verfahren ist es sozusagen, dass ich das gar nicht mischen kann, weil das direkt entmischen, nach der Produktion entmischen kann, sondern dass das dann direkt... Also es wird sofort eingespritzt. Okay. Und dadurch ist auch das immer, weil... Vielleicht ganz kurz als Ergänzung, die Emulsion, die nach dem Schauberger Prinzip erstellt wird, die hält Minimum 6 Monate. Und danach fängt sie an, sich leicht zu entmischen. Mhm. Nur das ist jetzt im industriellen Bereich ein Problem. Wenn ich natürlich einen riesen Tank habe mit wer weiß wie viel 1000 Litern und habe den Ansaugrohr ganz unten und am Boden. Und wo das Wasser sich sammelt. Und da ist dann der Wasser minimal. Ja. Es entmischt sich ja nicht komplett, sondern minimal ist er da höher als im oberen Bereich. Das heißt, der Motor kriegt eigentlich immer eine Emulsion zugeführt, die unterschiedlich ist. Mhm. Und durch das Prinzip, was der Karl jetzt gebaut hat, ist es so, es wird gemischt
Und wir brauchen erstens mal die großen Tanks nicht, um Emotionen zu lagern. Und zum Zweiten ist es so, dass es im verwirbelten Zustand gleich in den Motor kommt und keine Chance mehr hat. Okay. Und somit ist auch immer eine gleichmäßige Emotionsstärke, also das heißt das Mischungsverhältnis, vorhanden. Also ihr habt die Technik noch weiter verbessert. Ja. Kommen wir auf das DEKRA oder auf die TÜV-Gutachten zurück. Die TÜV-Gutachten oder diese technischen Gutachten waren ja mehr oder weniger auch Begründung des Gerichts, um euch sozusagen den Betrug vorzuwerfen. Ja. Was ist bei diesen Überprüfungen passiert? Wie hat der TÜV oder die DEKRA eure Anlagen bewertet? Bewertet haben sie sie gut. Nur die Problematik war das Verunsichern der Gutachter vor Gericht. Hm. Ja, also die Gutachten... Ich habe ja immer, warum haben wir so viele Gutachten gemacht? Wir haben damals, als wir in der Entwicklungsphase waren, habe ich darauf bestanden, bevor wir die Dinger verkaufen, will ich Gutachten haben. So, er hat sie machen lassen, ab und zu war ich auch mal selbst dabei. Und die ganzen Prüfer standen da, haben gesagt, das ist ja schier unmöglich und dies und jenes. Also aber die Messprotokolle haben es bestätigt, dass der Energieverbrauch, also der Treibstoffverbrauch ist so gering gewesen, der Energieausbeute so hoch. Also es hat funktioniert, den Protokollen nach. Und vor Gericht wurden dann alle Gutachter wirklich, also für mich war das... menschenverachtend, wie man die Gutachter angegangen ist. In der Form habt ihr auch geprüft, ob noch irgendwo eine versteckte Leitung ist und, und. Die hatten den Auftrag, einfach die Emotion zu messen, wie viel nimmt sie ab und wie viel Energie kommt bei raus. Das war deren Auftrag. Die sind natürlich nicht hergegangen, haben jetzt geguckt, ob irgendwo versteckte Leitung ist oder was auch immer. Ja. War ja auch keine da. Aber nachdem sie dann zugegeben haben, danach haben wir nicht gesucht, ja, dann ist das Gutachten hinfällig. So hat das Gericht argumentiert. Ja. Und sie haben sie verunsichert, habt ihr das geprüft und das geprüft? Nein, wart ihr dabei, als die Emotion gemischt worden ist? Ja, wir haben das mitgekriegt, aber nur am Rande. Ja, dann wisst ihr ja nicht, ob da vielleicht weitaus mehr Rapsöl als Wasser drin war und, und. Über diese Wege hat man alle Gutachter selbst, also man hat die TÜV-Gutachter hat man total niedergemacht. Man hat den DEKRA-Gutachter in Zweifel gestellt. Und dann hatte ich noch ein Gutachten von der Firma EGM. Das ist der Herr Geesen gewesen. Das war auch der Grund, warum wir die GFE überhaupt gemacht haben. Sonst hätte ich die GFE mit Blockheizkraftwerke gar nicht gemacht. Weil er hat einen Innovationspreis der Bundesrepublik Deutschland dafür bekommen. Er ist aus Norddeutschland, weil sie eine Emotion hergestellt haben aus 75% Wasser und 25% Rapsöl. Mhm. Und er hat ein so dickes Gutachten machen lassen von einer Ingenieursgesellschaft, also private Ingenieursgesellschaft, die auch genau diesen Verbrauch, den wir auch hatten, bestätigt haben. Mhm. Und selbst diese Gutachter haben wir eingeladen und selbst diese Gutachter hat man total niedergemacht. Also ich fasse mal zusammen, ihr macht eine Erfindung, die ist wirklich innovativ, geht in die richtige Richtung, erneuerbare Energien, umweltschonend, sparsam, für den normalen Geldbeutel erschwinglich, für alle, nicht für Großinvestoren, sondern für kleinere Investoren auch erschwinglich. Ja. Dann gibt es Gutachten, die das bestätigen, dass der Verbrauch und die Leistungen das alles bringen. Und dann plötzlich kommt der Staat und, und schlägt dieser Firma den Kopf ab, mit welcher Begründung oder aus welcher Motivation heraus kann denn der Staat plötzlich so agieren? Das würde ja bedeuten, dass sich gewisse Kreise gegen euch verschworen haben. Davon ist auszugehen, weil wir müssen mal eines sehen. Es ist ja, und du hast es ja schon mehrfach erwähnt, nicht unsere Erfindung. Das sind Dinge, die ja weltweit schon geschehen. Es gibt viele Menschen, die mit dieser Technologie arbeiten. Wenn du zu Hause ein BHKW hast oder einen Motor und willst ihn mit Wasser betreiben, dann kräht kein Hahn danach, wenn du nach diesem Prinzip deinen Motor umbaust, sofern du die technischen Möglichkeiten hast. Da kräht kein Hahn danach. Und man sieht es weltweit, gibt es die Motoren bestimmt Hunderttausende. Aber wir waren die erste Firma, die es jetzt kommerziell aufgebaut hat. Und wenn innerhalb von kurz paar Monaten schon ein Bestellvolumen von 500 Millionen da ist. Wir hatten einen Wirtschaftsanwalt, der Prognosen gestellt hat, dass wir im zweiten Jahr mindestens 2-3 Milliarden Umsatz machen werden. So, und dann kann man sich vorstellen, dann werden plötzlich einige Lobbyisten hellhörig. Mhm. Ja?
und instrumentalisieren und ich sehe das Gericht oder insgesamt das Staat, den Rechtsstaat dann von der Industrie instrumentalisiert. Wurdet ihr überwacht? Ja, bei uns sind 11.000 Telefonate abgehört worden. Ist das später im Prozess herausgekommen? Ja. Davon haben wir 250 uns anhören müssen. Aber die haben überhaupt nichts Negatives in dieser Sache und schon gar keinen Betrug nachgewiesen, sondern man hat versucht, uns zu spalten vor Gericht. Es war einmal so, da gab es ein Gespräch zwischen meiner damaligen Ehefrau und mir und da haben wir über ihn ein bisschen geschimpft, weil an dem Tag habe ich mich ein bisschen über ihn aufgeregt, da haben wir ein bisschen geschimpft. So, und das wurde im Gerichtssaal dann vorgespielt. Man hat versucht, uns zu spalten. Ja. Aha, von dem Telefonat wusste er bis dato nichts. Und ich konnte mich auch nicht mehr erinnern. Und solche Telefonate wurden 250-fach vorgespielt. Und dadurch habt ihr mitbekommen, dass, dass ihr schon lange im Fokus stand, dass das überwacht wurde, das Ganze. Ja. Übrigens, deine Ex-Frau wurde auch 2 Jahre in Untersuchungshaft gesteckt, obwohl sie eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Ja. So ist es. Meine Ex-Frau war in der Firma zwar tätig, aber in der Geschäftsleitung nicht. Sie war zuständig, wir hatten ein 3-stöckiges Bürohaus. Sie war zuständig für die Empfangsdamen, sie war zuständig für die Deko und für Bilder an der Wand und einen Konferenzraum einzurichten und so weiter. Aber mehr hat sie nicht zu sagen. Wie viele Jahre Gefängnisstrafe wurden ausgesprochen? Bei meiner Frau wurde, die war 2 Jahre in U-Haft. Insgesamt von allen Beteiligten, wie viele? Über 50 Jahre. 50 Jahre. Über 50 Jahre. Das war ja, weil ich war ja in der Firma nicht angestellt. Ich war Subunternehmer. Ja. Also ich hatte als freier Unternehmer nur einen Auftrag von der Firma GFE, die Motoren dementsprechend umzurüsten und diese Einsparung zu erreichen. Mehr war nicht. Da wird normalerweise, kann man einen Subunternehmer, wie ich sowas, der wo einen Auftrag erfüllt. Ja. Also, ich habe mir ja erst ein Jahr später eingespart. Ja, es gab einen, ich versuche das mal auch, die ganzen Akten, die du mir geschickt hast, diese tausenden Seiten, die das ganze Verfahren mehr oder weniger hat, ich versuche den Kern rauszuschälen oder zumindest klarzumachen, dass es hier wirklich, dass hier eine faule Nummer abgezogen wurde, der Brand in der Maschinenhalle. Ja, also sprich, ihr hattet ja noch, als dann die Verhaftung schon erfolgt hat, hattet ihr ja noch die Möglichkeiten zu beweisen, dass diese Anlagen funktionieren. Nein. Es war so, als wir hops genommen wurden, und du hast gesagt, es waren 180 Beamte in 15 Wohnungen und die Firma, mich hat man morgens aus dem Bett geholt, samt meiner Frau. Aber letzten Endes hat man dann auch alles erstmal, sprich alle BHKWs, wir hatten ja genug BHKWs, hat man mehr oder weniger vernichtet. Sie waren plötzlich weg und. Es geht bis zum Hamburger Hafen, eine Lieferung, die da noch kam. Alles war plötzlich weg oder vernichtet. Ich bin im November inhaftiert worden und im März erfuhr ich davon, dass in dieser Zeit 3 Einbrüche bei uns in der Firma waren und alle Tanks mit Zucker befüllt wurden. Die Staatsanwaltschaft hat in Ermittlungsakten stehen, außer Einbruchschäden keinen Schaden. Für mich ist es ein Totalschaden, wenn da mindestens 100 BHKWs alle vernichtet wurden, indem man Zucker in die Tanks füllt. Die sind unbrauchbar. Mhm. Ja. Und all diese Dinge, die geschehen sind, sind dann aus dem Hamburger Hafen 100 Container verschwunden. Wie kann das denn passieren? Aus dem Hamburger Hafen können doch keine 100 Container einfach verschwinden. Ja, man muss so sehen. Also ich wusste es anfangs auch nicht. Die Staatsanwaltschaft wusste auch nichts davon und irgendwer, ich glaube, das war sogar der Gutachter oder der Insolvenzverwalter, die kamen dann und sagten, ach, wir haben noch in den Unterlagen gesehen, dass 100 Container bestellt waren. Also auch bestückt, also noch nicht eingebaut, aber in Kisten BHKWs drin. Weil wir haben in China die BHKWs, die Deutz-Motoren gekauft, eine Manufaktur, die Deutz-Lizenz hatte. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und hat festgestellt, die 100 Container sind nicht mehr da. Ermittlungen eingestellt. Für mich ein bisschen schleierhaft. Ich dachte zuerst, sie sind aus dem Zollhafen gestohlen worden. Aber später habe ich erfahren, dass die Zollgebühren schon von uns überwiesen worden sind. Also die konnten abgeholt werden. Aber 100 Container
kann man dann nicht von heute auf morgen einfach so abfahren. Es muss irgendjemand gewesen sein, Insider oder was auch immer. Oder, naja, ich will es mal nicht auf die Spitze treiben, oder staatliche Stellen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Ergebnis der Staatsanwaltschaft, keine Ergebnisse. Wie das funktioniert, also ich brauche 100 LKWs oder ich brauche ganze die Bundesbahn oder Schiff. Wir haben sie ja oft dann von Hamburg nach Nürnberg zum Hafen über Binnenschiffe bringen lassen. Aber in dem Fall, die 100 Container waren weg. Ja. Wenn man diese Geschichte zum ersten Mal hört, denkt man automatisch an eine Räuberpistole. Ja, ja, weil das klingt so unglaublich. Ja. Mega Erfindung, super genial, für alle Leute gedacht, für die Umwelt, für eine bessere Zeit, für eine Zukunft, für Energieautarkie. Man hätte da ganz andere Konzepte noch entwickeln können, dass Gemeinden sich autark machen. Es geht weg von Fossil, es geht weg von Atom, was ja eigentlich auch euer Antrieb war, das Ganze. Und dann kommt plötzlich eine unsichtbare Macht, die offensichtlich genug Kontrolle und Macht hat und Einfluss hat, um alle staatlichen Stellen sogar zu dirigieren. Ja, ich will mal ganz kurz ein paar Beispiele bringen, wie interessant das Objekt überhaupt war. Wir hatten auch einen Lobbyisten, ja, der auch CSU-Mitglied war. Und der hat in ganz Bayern alle Stadträte, alle mobilisiert, hat auch mit Seehofer gesprochen, mit Söder gesprochen und so weiter und so fort. Bei mir im Büro haben sich die Stadträte und Gemeinderäte die Klinge in die Hand gegeben. Vor der Verhaftung noch, ja. Vor der Verhaftung, ja. Die wollten unbedingt, dass wir dann ein paar Container in ihre Kommune bringen, weil sie waren nicht mehr in der Lage, Schwimmbäder zu heizen. Die öffentlichen Gebäude könnten damit beheizt werden und. Also die haben sich die Klinge, einer war sogar da und hat gesagt, ich habe einen ganzen Gemeinderat mitgebracht, dann können wir hier Beschlüsse fassen, ja. Okay, also ja, die wollten dann gleich Nägel mit Köpfen vor Ort machen. Und ich habe es also auch in, aber da gibt es auch ein Gutachten von EPCON. Da haben wir also auch ein Gutachten erstellen lassen, was wir alles gemacht haben. Weiter waren beispielsweise die Regierungsmitglieder von den Kanarischen Inseln bei uns und haben sich alles angeschaut, die Produktion. Sie haben sich also auch die Wasseremulsion und all das haben sie sich angeschaut und kamen dann zu dem Schluss, mich nach Gran Canaria einzuladen. Dort sollten dann Verhandlungen mit dem Energieversorger von Kanarischen Inseln stattfinden. Und die haben mir eine Halle gezeigt im Hafen von Las Palmas. Die hätten sie mir zur Verfügung gestellt als zweite Produktionsstätte. Wir haben schon da unten eine Firma angemeldet nicht. Ich habe eine Firma gekauft, das war die Green Energy. Die hätte dann mit Algenöl testen können, weil Algenöl ist ja weitaus ertragreicher als Rapsöl. Und ich brauche die Lebensmittelressourcen nicht. Denn wenn wir sparsam mit Rapsöl umgehen, wäre das, wenn das die ganze Menschheit benutzen würde, wären wahnsinnig viele Ressourcen für Lebensmittelanbau verloren gegangen. Deswegen kam ich auf das Rapsöl. Und, aber auch das hat man kaputt gemacht. Auch auf das Algenöl. Algenöl. Okay. Auch das hat man vernichtet. Also es gab immenses positives Feedback im Beginn des ersten Jahres, was natürlich auch zu diesem gigantischen Auftragsvolumen geführt hat. Ja. Und dann kann man sich an zwei Händen ausrechnen, dass wir eine Gefahr waren. Für Mächte, die nicht immer in der Tagesschau auftauchen. Ich hatte eine Begegnung der dritten Art in der Form, dass unsere Konten wurden ja alle gesperrt. Wir waren nicht in der Lage, uns einen Privatanwalt leisten zu können. Und insofern mussten wir alle mit Pflichtverteidigern vorlieb nehmen, weil alle Konten gesperrt waren. Und dann kam ein Anwalt zu mir ins Gefängnis und sagte, ich will Sie verteidigen und so weiter und so fort. Und aufgrund dessen habe ich natürlich gefragt, ja, ist ja schön, aber ich kann Sie nicht bezahlen. Ich sage, dann macht nichts, ich werde bezahlt. Die Frage war, wer ist denn Ihr Auftraggeber, wollte er mir nicht beantworten. Er hat sie mir zwei Wochen später beantwortet, weil sonst hätte er von mir niemals ein Okay gekriegt. Und er hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass er vom Geheimdienst kommt und der BND mit mir ein Gespräch führen will. Ich fragte mich damals, ich war politisch überhaupt nicht engagiert. Und ich habe mich damals schon gefragt, was hat der Geheimdienst und BND mit mir zu tun? Und da ging es darum, dass man also für eine Firma, dann sollte er da auch mitwirken,
die Firma Repower, die in der Ost- und Nordsee Windkraftanlagen baut, und unten rein mit dem Schiffsmotor sollten wir Blockheizkraftwerke, also diese Schiffsmotoren zu Blockheizkraftwerken gemacht, ja, und die auf den Wasserbetrieb umstellen. Da habe ich gesagt, warum dann wissen Sie doch, dass es mit Wasser läuft. Sagt er, ja, wir wissen es, aber Ihr Richter wird es nicht wissen. Warum für Windkraftanlagen solche Blockheizkraftwerke? Ja, man muss sich vorstellen, die Windkraftanlagen in Ost- und Nordsee, die laufen ja konstant. Ja, Wind ist immer auf See, also ganz selten, dass man Stillstand ist. Aber mal schneller, mal langsamer. Und da gibt es Schwankungen. Und es muss kontinuierlich immer Strom geliefert werden an Land. Und man kann also dann nur den Mindeststrom liefern, also wenn schwache ist, weil immer gleichmäßig rübergeht. Wenn ich aber diesen Strom, der da oben erzeugt wird, mit einer elektronischen Steuerung des BHKW anwerfen kann, dann kann ich den Höchststrom immer ausliefern. Das ist ein Riesengeschäft. Ah, okay, zur Optimierung von dem, von der Produktion der Windanlagen war das gedacht. Ja. Also da hätte es dann, dann funktioniert. Da habe ich ganz klar die Aussage bekommen, ja, wir wissen, dass es so funktioniert. Weil die wollten noch eine Entsalzungsanlage einbauen, dass man das Wasser aus dem Meer nehmen. Ja? Und ich bin aber auf diesen Vorschlag nicht eingegangen, weil man mir gesagt hat, ja, dann müssen die Geschädigten, denen können sie nicht helfen. Und den Geschädigten würde ich ja auch im Knast nicht weiterhelfen. Ja? Ich habe immer noch so ein Problem, wenn ich jetzt so als Zuschauer hier zuhöre und das zum ersten Mal höre, das Thema, dann ist das noch so komplex und so, ja, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und das ist die normale Reaktion. Wir kennen uns jetzt schon länger, wir haben uns mit dem Thema lang beschäftigt, das letzte halbe Jahr. Ich habe euch gefilmt und wir sind im Austausch gewesen. Für mich ist das Thema authentisch. Ich habe euch kennengelernt, ihr seid für mich auch authentisch. Und trotzdem versuche ich immer noch so, kann denn das wirklich wahr sein, dass es Kräfte gibt, die da eine so zukunftsträchtige und vielversprechende Energie- oder Wirtschaftsform einfach zerschlagen, nur weil es den falschen Leuten einfach nicht in den Kram passt. Also die Energieunternehmen haben ja natürlich da einen riesen Konkurrenten gesehen, weil wenn die alle dann jetzt nur noch zum Selbstkostenpreis sozusagen dann Energie produzieren könnten oder zumindest eine große Anzahl, dann ist deren Geschäftsmodell bedroht. Aber man kann sich das als Normalbürger einfach gar nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Aber wenn ich sehe, mit welcher Härte man da gegenüber euch und euren Vorstandsmitgliedern, die auch inhaftiert worden sind, vorgegangen ist, wie das Gericht das Gutachten von der DEKRA, vom TÜV, also alle beteiligten staatlichen Stellen an einem Strick gezogen haben, um euch da einen Strick draus zu drehen, dann ist es fast unvorstellbar. Ne, so. Ja, ich dachte auch, das ist ein Irrtum. Ja. Also die ersten zwei Monate im Knast war ich so naiv und dachte, der Irrtum wird sich jetzt bald herausstellen. Ja. Aber diese Zeit sollte etwas länger werden. Ja. Vor allem das Gericht müsste ja dann eigentlich hellhörig werden, wenn die angeblich Geschädigten sich für eure Freilassung einsetzen und sagen, Moment mal, das läuft. Die haben auch die Staatsanwaltschaften angeschrieben mit Unterschriftenaktionen. Die haben eine Eingebung, die waren mit 300 Leuten im Bayerischen Landtag mit einer Petition und haben unsere Freiheit gefordert. Und in 2-3 Minuten war das Thema abgehandelt. Fertig. Da war ja dabei. Petition kannst du vergessen, kannst du nicht da nicht reden. Und er ist ja auch nicht gleich am Anfang inhaftiert worden. Man muss sich vorstellen, er hat es ja erwähnt, er war mit Werksvertrag angestellt. Er war natürlich bei uns, wir hatten ein Forschungs- und Entwicklungslabor, also eine Werkstatt, abgeschottet, damit nicht jeder rein kann. Wenn er experimentiert, muss nicht jeder dabei sein. Ja. So, und er hatte nur einen Auftrag von mir, optimiere diese BHKWs. Und dann kam er und hat durch die Vorerwärmung des Rapsöls schon eine Riesenersparnis, hat er ja eben geschildert, eingebracht. So, und ich habe dann, da ich ja, als wir die Firma gegründet haben, mit Herrn Gesen in Verbindung stand und ich wusste, diese Emulsion gibt es und die funktioniert auch und er hat den Innovationspreis der Bundesrepublik Deutschland vom Präsidenten Wulff damals gekriegt. Ja. So, und dann müsste man doch auch diese Technologie
müssen wir doch auch hinkriegen. Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, jetzt experimentier bitte noch mit Wasser. Dann müsste die Ersparnis noch größer sein. Mhm, ja? So, aber das ist eben vielen Leuten nicht recht. Ja, weil das hätte dazu geführt, wir brauchen keine Überlandleitungen mehr. Wir könnten autark, jede Gemeinde könnte autark Strom und Wärme herstellen. So. Und da sind wir mit Sicherheit gerade den Riesen voll auf die Füße getreten. Und bevor wir überhaupt die Chance hatten, groß zu werden, weil es ein renommiertes Wirtschafts- und Anwaltsbüro in München hat gesagt, also wenn ihr das hier durchkriegt, dann werdet ihr riesig. Und wir hatten auch nie den Anspruch, wir können die ganze Welt bedienen. Deswegen haben wir auch kein Patent angemeldet. Wir haben nur versucht, die Technologie noch ein bisschen im Geheimen zu halten, wie wir es machen, damit wir wenigstens einen Marktvorteil haben. Mhm. So war meine Devise damals. Ja, und wie kann man einen Menschen, der letztendlich nur unten in der Werkstatt arbeitet, als mit Werkvertrag und nur einen Auftrag hat, der hat ja im Vertrieb nichts mit zu tun gehabt, mit Werbung nichts zu tun gehabt und er hat nur die Motoren optimiert. Mhm. So, ihn hat man anfangs überhaupt nicht verhaftet. Wie kamst du zu deiner Verhaftung? Das war ein Jahr später, also nach der Spitze? Ja, fast anderthalb. Ungefähr. Anderthalb. Oder anderthalb. Mhm. Und dann habe ich aber in dieser Zwischenzeit habe ich ja zwei BHKWs aufgebaut. Mhm. Eigentlich habe ich gedacht, gut versteckt und alles. Eben für die Verhandlung. Zum Beweisen, dass es funktioniert. Ja. Habe ich zwei aufgebaut. Okay, ja. Und da hatte ich einen guten Bekannten und der hat ihm gesagt, das passt ganz gut, kannst du bei mir machen. Ich brauche die Wärme, um mein Holz zu trocknen und sei Getreide. Mhm. Also der hätte es jetzt wieder für die Trocknung gebraucht. Den Strom hätte er eingespeist, hätte sein Geld gekriegt und die Wärme hätte er genutzt, das Holz und Getreide zu trocknen. Mhm. Dann haben sie mich ja irgendwann einmal gekascht, da bin ich von Tunesien gekommen. Aus dem Urlaub? Nein, oder? Da hatte ich einen Werksvertrag gekriegt vom Staat Tunesien für BHKWs. Deswegen war ich damals in Tunesien. Okay, du kamst zurück von der Flugreise. Ja. Und am Münchner Flughafen haben sie mich dann verhaftet. Begründung? Ja, das war eben voller Wie hat das geheißen? Bandmäßiger Betrug. Okay, genau. Also du bist dann... Ihn eingezogen. 14 Tage später, da war er inhaftiert. Ist die Halle, wo er die zwei BHKWs als Beweisstücke gebaut hat, abgebrannt. Ah, okay, das war das, ja. Das war das, ja. Also das was nicht du aufgebaut Halle, hast, ja. um zu beweisen, dass die Anlagen funktionieren, sind plötzlich einem Brand zum Opfer gefallen. Ja, und auch alle Aufzeichnungen, die ja auch in der Halle waren. Alle Aufzeichnungen auch noch. Okay, also ich glaube, das haben wir jetzt verstanden, dass da wirklich offensichtlich Kräfte am Wirken waren, die das nicht für eine gute Idee halten, sagen wir es mal neutral. Ja. Es ging weiter jahrelang, ich habe die ganze Korrespondenz gelesen und 2019 bin ich auf einen Artikel gestoßen vom NET-Journal. Ja. Da hattet ihr einen großen Testlauf gemacht. Du hast wieder mal ein Blockheizkraftwerk mit Spenden und alten Geräten zusammengebaut und ihr habt einen neuartigen Test gemacht. Macht vor Publikum auch. Ja. Wie ist der abgelaufen? Wie war das Ergebnis? Naja, das Organisatorische hast du alles gemacht. Ich habe also den Motor aufgebaut. Muss dazu sagen, ja, das haben wir zweimal gemacht. Ne? Ja. Und beim ersten Termin waren ja eigentlich bloß Investoren da oder Beauftragte von Investoren, die wo dann alles gemessen haben und. Und das zweite Mal waren es ja, glaube ich, 200 Leute oder so. Ne? Da war der ganze Hof voll. Was ist passiert mit den noch anhängigen Verfahren nach diesem Test? Ja, ich will es mal so sagen. Ich bin eigentlich erst richtig aufgewacht. Ich habe versucht, Anwälte zu bekommen, um ein Wiederaufnahmeverfahren in Gang zu setzen. Ohne Moos nichts los. Man hat mich ja, nicht nur mich, andere auch, hat man totale... Ja, auf Sozialhilfeniveau verarmt. Ja. Und dadurch habe ich keine Anwälte gefunden. So, und jetzt kam aber dann das Problem, dass Anfang 2019 plötzlich eine erneute Anklage war gegen weitere 13 meiner damaligen Vertriebsdirektoren. Mhm. So, und
da sagte ich mir, ja, wenn die jetzt nach so vielen Jahren jetzt einen zweiten Prozess machen und auch schon mindestens 20 Prozesstage vorausgeben, also an Terminen, dann wird es auch wieder eine größere Sache. Bei uns waren es 94 Verhandlungstage. Ja. So, aber dann kann ich als der damalige Inhaber der Firma, kann ich nicht zu Hause sitzen und ein Däumchen drehen. Und so haben wir eigentlich alles wieder in Gang gesetzt. Und dann im Hintergrund haben wir dann mit ihm gesprochen, er soll doch bitte so nett sein und ein BHKW aufbauen, dass wir wenigstens für diesen Prozess, wo diese Direktoren angeklagt waren, einen Beweis haben. Und bevor dieser Beweis wieder verbrennt, erstens mal haben wir Security da, alles, das mussten wir ja alles aus Spendengeldern zahlen, haben wir Security da gehabt, der nachts aufgepasst hat. Und zum Zweiten war es so, dass wir gesagt haben, bevor wir da vor Gericht ganz groß da sagen, wir haben was, holen wir uns Zeugen an Land. Selbst wenn es verbrennt, haben wir Fachleute, die bezeugen können, Filmaufnahmen, Fotos, Aufzeichnungen und, und. Wir haben ganz speziell Wissenschaftler eingeladen, Professoren, auch in der Energietechnik. Wir haben Gutachter, allerdings von anderen Gerichten eingeladen. Und die konnten alle testen und prüfen und fotografieren und alles Mögliche und haben den Motor laufen lassen und Endergebnis war, dass einer sogar auf uns zukam und sagt, was ihr da geschafft habt, ist Weltrekord. Mhm. Ja, so. Und das, diese Aufzeichnungen haben wir heute alle. Ja. So, und dann musste ich erstmal Zeuge aussagen und dann kam irgendwann auch Karl als Zeuge. In diesem Prozess wurden wir ja als Zeuge geladen, wir waren ja schon abgeurteilt. Und da sagte dann Karl irgendwann, als man versucht hat, ihn technisch zu befragen, wie kann denn das möglich sein, das geht doch gar nicht und, und. Und dann hat Karl natürlich irgendwann gesagt, wenn ihr wollt, der Motor steht wieder, ihr könnt ihn jetzt alle begutachten, alle Anwälte, alle Richter, Staatsanwälte, wir können da hinfahren, könnt ihr anschauen. Die Rechtsanwälte sind natürlich darauf sofort angesprungen. Man hat bei dem Richter gemerkt, dass er versucht hat, auf ein anderes Thema zu schwenken, aber kommen wir zum Ergebnis. Innerhalb von einer Woche war dieser Prozess beendet, das heißt Verfahren eingestellt. So. Auf die Frage an den Richter, es war eigenartigerweise der gleiche Richter, der uns verurteilt hat, und die gleiche Staatsanwältin. Ja? Eigenartigerweise. Auf die Frage im Gang von einem Journalisten, will ich mal sagen, wie er sich denn vorkommt. Er hat doch im ersten Prozess die ganzen Menschen über 50 Jahre Haft und er hat ja Tausende von Menschen geschädigt dadurch, deren Existenz verloren gegangen ist. Ob er damit noch gut schlafen könne, sagt er kann sehr gut damit schlafen. Und er ist nicht, und auf eine weitere Frage, er wird kein Wiederaufnahmeverfahren zulassen. Befürworten. Ja, und schon gar nicht selbst beantragen. Weil man hat ihm ja angeboten, ein Anwalt hat ihm vor Gericht angeboten, Sie wissen jetzt, dass Sie Fehlurteile gefällt haben, dann sollten Sie jetzt auch dafür sorgen, dass Sie ein Wiederaufnahmeverfahren beantragen. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Richterschaft hat dies getan. Das ist in meinen Augen ein Skandal, aber das wäre nicht der einzige in diesem Land. Ja. Schauen wir mal in die Zukunft. Ja. Und zwar, ihr seid beide noch voller Schaffensdrang und Tatenkraft, wenn ich euch so sehe und mitbekomme, was ihr alles macht. Haltet ihr es für möglich, dass diese Technologie, dass dieses Prinzip, das ihr ja in die Welt gebracht habt, an anderer Stelle nochmal irgendwie aufgegriffen wird? Also ich habe von dir gehört, du hast jetzt nicht unbedingt vor, nochmal so eine ganze Firma aufzuziehen. Das ist natürlich auch mit sehr viel Energie und Lebenszeit verbunden. Aber gibt es denn die Möglichkeit, das öffentlich zu machen, das ins Netz zu stellen, dass Leute das einfach nachbauen? Oder braucht man deinen jahrzehntelangen Sachverstand und dein Genie sozusagen, um das zu analysieren und nachzubauen? Wäre das nicht möglich, dass man das irgendwie der Welt zur Verfügung stellt und an anderer Stelle einfach dann übernommen wird? Weil es können ja nicht überall auf der Welt alle Leute gehindert werden, das umzusetzen. Das ist ja eigentlich sowieso unser Plan, dass das jeder nutzen kann. Ja. Und ich weiß, das zu hundertprozentigen Abschluss bringen. Das heißt, dass das zuverlässig und jeden Tag zuverlässig läuft, energieversorgt, mit ganz wenig
zugeführten Energie, wenn man das Wasser außer Acht lässt, das wo die meisten leider Gottes machen, der weiß das, wo die meiste Energie vorhanden ist. Und die Zeit ist reif. Ich stehe immer auf den Standpunkt, ich muss das Vorhandene zur Reife bringen, dass es Früchte trägt. Aber dann ist halt Ende, mehr geht nicht. Wo ein Apfel gewachsen ist, wächst kein zweiter aus derselben Blüte. Das geht nicht. Also muss ich mir, dann kommen aber komischerweise immer wieder neue Ideen von oben. Die sind dann einfach da, wenn ich das alte zur Reife gebracht habe oder ausgereizt habe, wo ich glaube, dass ich jetzt dann eigentlich bin. Ja, und dann kommen neue Ideen. Und die habe ich ja schon. Also das nimmt kein Ende, aber wir gehen einen ganz anderen Weg. Das mit der Verbrennung und mit dem ganzen Zeug, das können wir vergessen. Das ist jetzt nun mal wichtig für uns, auch für die Menschheit. Und ja, sinnvoll, weil es ja vorhanden ist. Ihr braucht es ja eigentlich bloß zu nutzen. Aber die Zeiten gehen in eine ganz andere Richtung. Das heißt, du bist schon auf der nächsten Ebene der Entwicklungen und Möglichkeiten. Ja, ja. Vielleicht darf ich da ergänzen. Mittlerweile hat der Karl also eine Milchanlage konzipiert, die extern vom BHKW ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen das BHKW gar nicht mehr umrüsten. Es muss nur vorbereitet werden. Und jedwedes BHKW, das dieselbetrieben ist, kann in Zukunft nur noch eine Milchanlage, vollautomatische Milchanlage. Dann wird die justiert, einerseits auf den Motor und zum Zweiten auf den Treibstoff. Und dann kann er... Weil wir bloß Diesel oder Rapsöl, jedes Öl können wir fahren. Ja, auch Heizöl kannst du mischen, aber dann ist halt nur ein Mischungsverhältnis von 50-50 gegeben. Aber Ersparnis in jedem Fall. Aber wie gesagt, und diese vollautomatische Anlage wird dann das Thema sein und nicht das BHKW selbst. Mhm. Weil wenn ich ein BHKW habe, muss ich es ja nicht austauschen, nur weil ich jetzt einen anderen Treibstoff benutzen will. Es gibt auch das Sprichwort, ein verbranntes Kind scheut das Feuer. Ja. Habt ihr keine Befürchtungen, dass euer Engagement dann wieder ähnlich sanktioniert wird? Möglich ist es schon, aber andererseits, unsere Devise ist einfach, das ist, was Karl entdeckt hat, sind ja eigentlich Naturgesetze. Die hat auch Viktor Schauberger. Und Naturgesetze sind ja für die Menschen da. Also sollten wir können ja nicht alle dieses Denken haben. Jeder ist in einer anderen Richtung unterwegs. Und Karl ist nun mal in ähnlicher Richtung unterwegs wie Schauberger. Mhm. Warum soll er sein Wissen nicht anderen Menschen geben? Deswegen haben wir gesagt, die Technik muss unter die Menschen. Weil einerseits ist es zum Wohle der Menschen und zum Zweiten verhindern wir damit, dass hier nur Business und Geld und Macht eine Rolle spielen. Und wir sind auf dem Weg, wir arbeiten auch hier in Berlin mit der Blauadler Foundation, die auch die gleichen Ansprüche in sich trägt, zusammen und hoffen, dass wir in absehbarer Zeit, weil wir geben das Produkt nur ganz frei, wenn er jetzt auch einen Langzeittest fährt. Eigentlich ist das Produkt jetzt fertig. Es ist eine Weiterentwicklung dessen, was wir ja vor 10 Jahren schon bewiesen haben. Und wir wollen das Produkt jetzt aber in einen Langzeittest bringen. Das heißt, 1, 2, 3 Monate lassen wir das jetzt laufen. Und wenn es problemlos läuft, dann soll es die ganzen Siegel und alles Mögliche kriegen, TÜV-Siegel und was weiß ich alles. Und dann kann es eigentlich jedermann produzieren. Aber umbauen wird für Otto Normalverbraucher ein bisschen schwierig. Mhm. Natürlich kann ein Kfz-Schlosser oder so, der kann sein Ding umbauen. Aber wenn du mich fragst, ich könnte zu Hause nichts umbauen. Ja. Mhm. Also da wird 2 linke Hände. Ja. Und es sind nun mal viele Menschen. Also das letzte Kapitel von dieser Geschichte scheint noch nicht geschrieben zu sein. Nein. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch unser Gespräch genügend Leute motiviert, dass dem Ganzen mehr geistige Energie zukommt und auch mehr Raum gewidmet wird. Mhm. Also ich möchte mich wirklich sehr bedanken für den Mut, den ihr beide in diese ganze Angelegenheit gesteckt habt. Viele hätten schon weit vorher aufgegeben und gesagt, ich bin durch, ich habe mir wirklich die Finger verbrannt hier, ich lasse alles sein. Also Hut ab davor und ich erinnere an die
große Belobigung, die der Willi Mohorn ausgesprochen hat an euch, die kann ich geistiger Art und Weise, kann ich die auch nochmal sagen. Also das war sehr emotional. Das war sehr emotional, ja. Der hat auch wirklich da mit den Tränen gekämpft, weil er den Fall von euch natürlich auch gemacht hat. Willi Mohorn ist der Präsident der Österreichischen Vereinigung für Raumenergie und der hat in Anerkennung eurer Leistung eben, euch diese Urkunde gegeben. Ich war vor Ort, ich habe das gefilmt, ich habe das noch genau vor Augen. Ich kann euch das geistig auch wiedergeben. Danke für den Mut, für die Entschlossenheit und ich wünsche mir auch für euch beide, dass das in eine Richtung geht, wo viele Menschen etwas davon haben werden. Das wäre mir, wär mir sehr recht. Ja. Das wäre ein gutes Ziel. Das ist unser Ziel, ja. In diesem Sinn alles Gute. Wir werden es ja mitkriegen, wie es weiterläuft. Und ich bin mir sicher, wir können auch mal vor Ort das Ganze beobachten und dokumentieren. Also das kann ich auch sehr gerne anbieten, dass wir das mal für unsere Zuschauer dann eben auch visuell festhalten, was ihr da alles gemacht habt. Das werden wir auf den Weg bringen. Ja. Alles Gute, vielen Dank für den Besuch und weiterhin Wir haben zu danken. Ja. Und vielleicht noch ein Appell, niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Wir sind im Moment in einer Situation, in der jeder Angst hat. Die Angst müssen wir alle überwinden und wir haben unsere Angst auch überwunden. Wir müssen einfach sagen, okay, das, was den Menschen gut tut, dafür müssen wir kämpfen. Großartig. Besseres Schlusswort geht nicht mehr. Nochmal alles Gute und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen aus diesem Gespräch. Alles Gute, bis zum nächsten Mal hier bei uns bei Nuviso.